Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu will ich jetzt wieder ein bisschen im Auktionshaus das ein oder andere Goldstückchen ausgeben. Und ja, ich bin hier schon einmal auf Blackmoor, auf meinem Main, und habe da auch schon einmal das Auktionshaus gescannt. Und jetzt wollen wir ein bisschen Gold raushauen. Ich habe mir tatsächlich jetzt im Vorfeld zum letzten Mal noch nicht großartig was gekauft. Ja doch, ich habe mir was gekauft, aber das gucken wir uns gleich noch an. Als erstes würde ich sagen, schauen wir hier mal auf Blackmoor. Ich habe ja so ein bisschen mir selber die Regel jetzt auferlegt, so bis 50.000 kaufe ich jedes Item einfach blank raus, removed oder nicht, und dann bis so 150, 200k für die removeden Items. Bei ein paar Items mache ich so ein bisschen die Ausnahme, und zwar das sind diese extrem seltenen Sachen. Da kann ich euch mal meine Liste hier zeigen. Ich habe ja hier meine kleine Tabelle. Und was ich so ein bisschen mit einschließe bei den relativ seltenen Items, sind einmal hier diese Classic-Items, ne, Gnomeregan, UBS, Kloster und Uldaman. Das sind relativ seltene Sachen. Die meisten von den Teilen kriegt man auch nicht für 200k, sondern halt eher für mehrere Millionen. Das ist halt anscheinend so eine niedrige Drop-Chance, dass alles zu spät ist. Und was natürlich dann auch dazu gehört, sind so World-Drop-Geschichten, ne? Oder hier aus diesen Plünderkisten. Die Sachen sind halt auch sehr, sehr selten. Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, dann schauen wir mal auf Blackmoor rein, was da so drin ist. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeguckt gehabt, und zwar hier fängt es halt mit 71.000 an. Das sind jetzt uninteressante Sachen hier. Items einmal aus dem Mausoleum bzw. Grabmal, das ist alles nicht interessant. Was aber interessant ist, ist einmal hier die besudelter Durchstecher, schimpft sich der. Das ist ein Item aus Kloster, und das ist jetzt hier für 139, runden wir es auf, 140.000 Gold drin. Ich wollte mir das ursprünglich erst auf einem anderen Server kaufen. Ich habe nämlich auch schon ein bisschen Recherche betrieben. Jetzt schauen wir mal, ich habe hier ein paar Sachen auf Dings rausgesucht, auf dem Undermine Journal. Und ja, hier ist das günstigste auf Kazakh, da wollte ich mir ursprünglich das kaufen. Aber hier auf dem Server, auf Blackmoor, ist eins mit einem anderen Item-Level drin, was man gar nicht auswählen kann im Undermine Journal. Seht ihr, 21, 31, 36, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal auf 31 gehen, ist jetzt hier eins für 250 auf Antor das günstigste, und beim anderen war, glaube ich, auch nichts günstiger. Heißt, dieses Item-Level ist gar nicht im Undermine Journal aufgeführt, und dementsprechend sind wir hier ein gutes Stück günstiger, als man es sonst kriegen könnte. Ich würde sagen, das kaufen wir uns dementsprechend einmal. Für 140.000, das ist dann schon mal das erste Item. Und dann hätte ich gesagt, tragen wir das eventuell gleich mal ein. Achso, meinen Pilz habe ich auch schon wieder. Ich habe ein bisschen Gold, habt ihr gerade schon gesehen, auf einem anderen Server rübergebastelt. Da werden wir dann gleich nachgucken, beziehungsweise muss eine Stunde noch warten. Aber als erstes tragen wir mal, Moment, ziehen wir mal meine Tabelle hier rüber. Das waren jetzt 140.000, und das war die besudelte Durchstecher hier auf Blackmoor. Dann muss ich mal gucken, den kann ich auf dem Char nicht lernen, heißt, den muss ich dann halt nur weiter schicken. Dann schauen wir mal schon mal auf einem anderen Server weiter, und zwar hier auf Antonidas. Habe ich auch schon gescannt mit dem Twink. Da war jetzt leider nichts Tolles drin, da geht es hier bei knappen 60k los. Hier sind alles non-removed Items. Das Einzige, was vielleicht jetzt hier interessant wäre, wäre vielleicht Tebus. Das ist auch sehr selten, aber das hatte ich woanders schon günstiger tatsächlich gesehen. Und sonst die ersten removeden, ah ne, das ist das Sholon in Zonendrop. Für 200k könnte man sich überlegen, hier ist ein removedes. Ja, habe ich aber schon ein paar günstigere removede gesehen, deswegen werden wir uns die jetzt tatsächlich hier nicht kaufen. Da ist der Durchstecher, den wir vorher auch im anderen Channel gesehen haben, für 200.000. Aber hier lacht mich jetzt nichts an, da gibt es jetzt kein Schnäppchen, dass wir uns schießen können. Gut, also Antonidas haben wir dann nichts. Dann gucken wir mal weiter, und zwar habe ich hier noch einen Server, und zwar, ich muss jetzt mal kurz mal gucken, was das für ein Server ist. Ich glaube, das war Stormscale, ne? Wisst ihr, wie ich immer check, welcher Server ich aktiv bin, einfach den eigenen Namen eingeben und dann
Warte, ich kann es euch mal zeigen. Dann quasi in Chatpost, dann sieht man auch, was ein Server ist. Wenn man halt sich oft Trial-Chars irgendwo erstellt und dann rumloggt und dann irgendwann zwischendrin nicht mehr weiß, wo man ist. Ja gut, passiert euch wahrscheinlich jetzt eher weniger, aber für mich ist das manchmal ganz praktisch. Gut, ich habe mir hier schon zwei Items gekauft. Das letzte Mal wollte ich mir hier einen seltenen Zonendrop kaufen. Der war dann aber, bis ich das Gold rüber hatte, nicht mehr im Auktionshaus drin. Ich hatte ein bisschen ein Problem mit Trial-Chars. Ich habe jetzt rausgefunden, dass die maximale Anzahl an Trial Chars nicht auf dem Account ist, sondern auf dem Battle.net-Account. Also sprich, wenn du auf einem Battle.net-Account 12 Chars hast, dann kannst du auf keinem Trial oder keinem Account mehr einen Trial-Char erstellen. Heißt, dass ich meine verschiedenen WoW-Accounts aufgewertet habe, war total für die Katz, weil man dadurch nicht mehr Trial-Chars erstellen kann. Aber gut, jetzt bin ich auch schlauer. Ich habe mir zwei Items gekauft, und zwar einmal für 90.000 einen removeden Gürtel. Das ist einmal Cordel der Elemente. Und dann habe ich mir eine Brustplatte gekauft, auch ein removedes Item. Und wie viel hat das gekostet? 60.000. Also ihr seht, für removed Items unter 100.000 sind immer ein Schnapper. Ja. Vor allem, ich habe ja schon einiges gekauft, was sonst günstig war. Also da haben wir zwei gute Dinger geschossen. Und ja, also zusammen sind es, was haben wir gesagt, hier 60.000, hier 90.000, 150.000 mal für beide ausgegeben. Die muss ich jetzt mal noch zu anderen Chars rüberschicken, um die einmal lernen zu können. Ein bisschen Gold habe ich hier sogar noch, weil, wie gesagt, ich hatte mich ja da ursprünglich mal verkalkuliert. Ich habe hier auch schon gescannt gehabt, aber die interessanten Items gehen hier bei, hier so los bei 200.000, die anderen sind eher uninteressant. Ich habe jetzt hier extra mal quasi nur Level 50 eingetragen, weil die Level 60er Items kann ich ja eh nicht lernen mit meinen Level 50er Trial Chars, also die fallen dann sowieso schon mal raus. Heißt, die zwei Sachen könnten wir jetzt noch eintragen. Moment, ich tue das jetzt mal rüber, dann kann ich es ein bisschen einfacher kopieren. Also, dann nehmen wir die Kordel der Elemente. Die hatten wir für 90.000 gekauft. Und dann haben wir hier die Brustplatte. Die hatte ich für 60.000 gekauft. Heißt, wir haben jetzt ausgegeben bis jetzt 290.000 Gold. Jetzt gucken wir mal, ich habe schon ein bisschen Gold auf Kazakh rüber gebastelt. Die anderen Server werden wir jetzt auch noch scannen und dann schauen wir mal, was wir da noch so finden. Sodala, ich habe ein bisschen weiter gelockt und zwar sind wir einmal auf Ekwin. Und auf Ekwin habe ich auch wieder was Schickes gefunden. Wir haben hier einmal aus dem Tomb of Sagaras ein Stoff-Item, eine Taille aus dem Normal. Die ist hier für 40.000 drin. Würde ich sagen, die kann ich mir einmal kaufen. Und das andere, was wir hier dann noch haben für 50.000, das ist gerade so die Schmerzgrenze, haben wir aus dem Sanktum der Herrschaft, also den Sylvanas Raid, aus dem H10-Item. Das können wir uns dann für 50.000 noch kaufen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Doch, ich müsste hier eigentlich, soweit die Chars haben, dass ich es lernen kann. Ne? Das eine ist Platte, genau, und das andere kann ich mit dem Testchar zur Not lernen. Jetzt gucken wir mal. Also hier die Füße kann ich direkt lernen. Ja, die kann ich auch anlassen, ne? Die sind sogar besser als das, was der Char hier hat. Jetzt tun wir das bloß einmal in die Tabelle mit eintragen. Also das hier hat jetzt 50.000 gekostet. Und das andere, wo haben wir es hier, das Stoff-Item. Das haben wir uns gekauft für 40.000. Jetzt hoffe ich mal, dass ich meine Twinks da nicht gelöscht habe. Sonst kann ich das dann gleich nicht lernen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf Ekwin habe ich da noch eine Stoffchar gehabt? Weil ich habe die maximale Anzahl an Chars, die ich quasi, also Testchars, die ich erstellen kann. Ah, sonst muss ich das nächste Woche lernen, ne? Wenn es blöd läuft. Nee, vielleicht auf dem Main-Account. Das ist der falsche. Seht ihr, da ist jetzt dieses Schloss dran. Ich kann den nicht verwenden, weil ich die maximale Anzahl habe. Das ist total dumm. Jetzt muss ich mal auf dem anderen Account schauen. Hier auf Lot habe ich nämlich auch schon gescannt. Da werden wir gleich mal gucken. Ah doch, ich hatte hier noch einen Hexer, genau. Okay, da schicken wir das dann einmal hin. Dann können wir das nämlich auch gleich lernen. Das mache ich dann gleich. Jetzt gucken wir erstmal hier, was wir noch gefunden haben auf Lothar. Da habe ich auch einen Teil aus dem Sanktum der Herrschaft. Jetzt ein Ketten-Item für 50.000. Das können wir uns dann auch noch kaufen. Dann kriegen wir das aktuelle Zeug dann auch noch so ein bisschen besser weg. Schauen wir mal. Okay. Wait. Ne, ich habe jetzt nicht nur drauf geboten, oder? Ich habe schon gekauft. Doch, ist raus. Ah. Komisch. Hä?
Ist das, habe ich das alles gerade in der Sekunde vorher verkauft? Nee, das kann eigentlich nicht sein, ne? Strange, dass das jetzt hier ist. Strange, strange, strange. Okay. Normalerweise müsste ja das Neueste mal ganz oben sein. Deswegen hatte ich mir jetzt gerade ein bisschen gewundert. Okay, das haben wir für 50k gekauft. Und das ist einmal ein Ketten-Item. Jetzt muss ich das zu irgendeinem Kettenschar am besten rüberschicken. Schauen wir mal, was haben wir da? Den Hunter zum Beispiel. Da können wir das einmal dann noch umwandeln. Gut, dann haben wir jetzt einen Zwischenstand von 430.000. Ja, ein paar Items habe ich mir jetzt schon geholt, ne? Und die muss ich jetzt dann auch noch in meiner Liste austragen. Dann gucken wir gleich mal weiter auf die nächsten Server. Ich habe mal nur weiter gelockt. Jetzt bin ich einmal noch auf Erida. Aber hier sieht es leider ein wenig mau aus. Es sind nur insgesamt 44 Items drin, die ich überhaupt nur brauchen könnte. Und ja, ihr seht, hier geht es ab knapp 90k los. Removed Sachen sind jetzt auch keine dabei, also, was haben wir denn da? Das ist ein removedes Ding, aber 400k, ja, ich glaube, das lassen wir lieber. Und dann habe ich jetzt auch noch hier auf Thrall gescannt. Hier sieht es ähnlich aus, da sind jetzt 64 Items noch drin, aber wir hätten hier zumindest für 50k aus dem LFR Plattenhände und komm, die kaufe ich mir doch. Die Plattenhände für 50k, die kann ich dann auf dem Char schon mal nicht lernen, aber da haben wir bestimmt irgendeinen Plattenschar noch und dann basteln wir die gleich mal mit auf die Tabelle drauf. Also hier für 50 habe ich die gekauft, jetzt sind wir schon fast bei einer halben Million, ne? 480k. Und ich habe noch ein bisschen was auf Kazakh, das wird dann auch noch ein bisschen teurer, würde ich mal behaupten. So, ich bin jetzt noch einmal weitergeloggt auf Blackhand. Und hier blutet so ein bisschen mein Herz, hat folgenden Hintergrund. Es ist hier ein Item drin für 14.000, was ich ja natürlich sofort kaufen würde, aber die Problematik ist, es ist halt ein Stoff-Item, Stufe 60, ich habe keinen Stoff-Char hier auf dem Server, RIP, kann ich mir leider nicht kaufen, weil ich es nicht lernen kann. Sonst hätte ich es natürlich sehr gerne mitgenommen, naja, gut, so ist das. Jetzt bin ich mit meinen normalen Reams durch, ich würde sagen, ich warte jetzt nur noch ab, bis auf Kazakh mein Gold ist und dann schauen wir, was wir uns da noch Schönes kaufen können. Sudaloder, mein Gold ist angekommen, jetzt bin ich nämlich hier auf Kazakh und ihr seht, ich habe ein wenig was rüber gebastelt übers Auktionshaus. Ich habe 900.000 quasi für ein Item bezahlt gehabt und da geht natürlich ein Auktionshaus-Cut weg, ne, die 5%, 45.000, heißt 855.000 haben wir über, ich habe noch ein bisschen was, also jetzt haben wir quasi 900.000 hier. Bedeutet, ich will jetzt einiges ausgeben und hier auf Kazakh ist ein relativ großer Server. Ihr seht, 169 Items sind hier drin, die ich noch brauchen kann. Also ich glaube, es gibt keinen Server, wo mehr Stuff drin ist. Deswegen habe ich auch meine Chars jetzt permanent hier gelassen, also meine Trial Chars. Ich muss bloß mal schauen, wie lange ich Play mit dem schon habe. Schon 2 Stunden, 12 Minuten. Okay, muss mir ein bisschen schicken. Ich glaube, 3 oder 4 Stunden kann man die Chars haben und danach muss man sie quasi, wenn dann aufwerten oder wie ich es dann mache, ich lösche die und erstelle mir einen neuen Testchar. Gut, was wollen wir uns kaufen? Es gibt hier einige removed Items. Also hier sind erstmal ein paar Sachen Max-Level, ne, das ist alles uninteressant für mich. Aber was für mich interessant ist, geht eigentlich hier los. Einmal einen World Drop, das ist die Klinge der Zauberei. Die könnte interessant sein. Dann sind so Sachen, Tachnariden, irgendwas, Schärpe, dann Feuerglutschultern, Gardistengürtel, seht ihr, das sind alles removed Items. Raptor-Halsband ist auch removed. Dann das ist, diese Ingenieurshandschuhe sind das, ist das Item, was ich mir letztes Mal kaufen wollte, das letzte, was mir quasi in der offenen Welt an Zonendrops fehlt, und zwar ist das aus Strangathorn. Und das hatten wir ja uns gekauft, keine Ahnung, warum das jetzt hier noch drin ist. Könnte natürlich sein, dass das auf dem zweiten Account jetzt hier nicht vernünftig getrackt wurde, aber das ist irgendwie immer noch drin. Das wundert mich jetzt gerade, warum das noch drin ist. Eigentlich müsste das raus sein, weil das habe ich mir ja vorher auf dem anderen Server gekauft. Wisst ihr was? Ich tue jetzt mal hier zwischenrein All Things updaten. Auf dem Account und gucke mal. Aber die ist immer noch drin. Das ist aber komisch. Ich hatte mir doch das vorhin gekauft und hatte es, glaube ich, auch gelernt. Oder hatte ich es nicht gelernt gehabt? Es könnte sein. Dann muss ich nachher nochmal umloggen, wenn ich das vergessen habe. Das war, glaube ich, irgendwo aus Kloster.
das da immer noch drin ist. Hier, doch, es ist noch drin. Okay, dann habe ich es vielleicht vorher nicht gelernt, dann muss ich halt nochmal gucken. Gut, egal. Das werden wir uns auf jeden Fall nicht kaufen, weil das hat man schon geholt. Also es sind einige Items drin, alle für 150, beziehungsweise die Zauberklinge ist hier für 142. Ach ja, na, genau, Tebos habe ich vergessen. Das ist auch noch interessant, ist auch ein World Drop. Ne? Also es sind quasi zwei World Drops und ewig viele Removed. Wir werden uns nicht alle kaufen, sondern ein bisschen gucken. Ich habe mir die schon mal rausgesucht hier. Und zwar die Zaubereiklinge. Da gibt es tatsächlich auch noch günstigere Versionen. Also hier ist Kazak 144k. Es gäbe sogar noch auf Garduni eine für 95, also doch für ein gutes Stück weniger. Ich werde mir die aber trotzdem hier kaufen. Hat den Hintergrund, Garduni ist erstmal ein bisschen kacke, weil das ein russischer Server ist. Und bei den anderen Servern ist jetzt nicht mehr so viel um. Dann sind es vielleicht noch 20, 30k um. Ne, 24k sind es bei den anderen Servern jetzt noch um. Und ich kann mir leider keine Testcharts mehr erstellen, weil es ein wöchentliches Maximum gibt und ich quasi gelockt bin, ja. Für die 20k oder 24k, da scheiße ich jetzt ehrlich gesagt drauf. Dann das nächste ist diese Schärpe. Die ist hier für 150k mit Abstand am günstigsten. Die nächste kostet hier schon 300 und dann geht es hier richtig nach oben. Dann, was haben wir hier? Perlenbesetzte irgendwas. Der ist auch hier für 150 am günstigsten auf Kazak. Das sind halt die ganzen Removeden. Dann die Feuersglut-Schultern, die sind auch am günstigsten hier, wie ihr seht. Das nächste kostet schon 250k. Der Distengürtel, der ist tatsächlich woanders günstiger. Auch Hindun, da wollte ich mir eigentlich einen Char stellen, aber wie gesagt, ich bin am Cap. Da werde ich es ehrlich gesagt überlegen, ob ich mir das dann woanders kaufe. Also die Gardisten müssen wir uns überlegen. Tebus haben wir jetzt hier 133 auf Arthas. Kazak ist jetzt 150, was wir vorhin gesehen haben. Ich glaube, das werde ich mir sogar fast kaufen. Dann Ingenieurshandschuhe, da gibt es auch welche auf Ravensquares für 90. Da werde ich die hier nicht kaufen. Komischerweise ist das hier auch gar nicht drin. Dann, was haben wir hier? Ja gut, oh, da ist auf Soulflayer das Item für 60k drin. Das ist Handschuhe des Pioniers. Ne, die werden wir uns auch nicht kaufen. Und dann hatte ich noch eins nachgeguckt. Goblinische Kettengamaschen. Die sind woanders für 100k drin. Ich glaube, die waren hier für 200k, oder? Ja, knappe 200k. Genau. Also, dann kaufe ich mir jetzt hier die Klinge der Zauberei. Dann wollten wir uns kaufen Ingenieurshandschuhe. Wollte ich, glaube ich, nicht kaufen, ne? Warte, jetzt gucke ich nochmal. Ingenieurshandschuhe, ne, die waren woanders günstiger drin. Die machen wir jetzt mal zu. Das machen wir auch zu, das machen wir auch zu. Das Gardistending, das wollte ich mir auch nicht kaufen. Dann kaufe ich mir Klingezauberer hat man gesagt. Das Gardisten-Ding wollten wir nicht. Dann den Gürtel wollte ich haben. Die besudelte Klinge wollten wir nicht kaufen. Dann das Teil wollte ich kaufen, auch für 150k. Feuerglut, das wollte ich auch kaufen. Dann Tebus wollte ich noch. Moment, jetzt habe ich aber noch 150k über. Habe ich jetzt irgendwo verguckt gehabt? Das bin ich gerade im Überlegen. Oder wollte ich die, oder habe ich das Gold schon rüber für die besudelte Klinge und habe die beim anderen nicht gelernt? Da muss ich jetzt dann nochmal schauen, was, wie, wo, warum. Gucken wir mal. 3, 4, 5. Okay, dann habe ich anscheinend doch nochmal für eins mehr Gold rüber. Boah. Was wollten wir uns denn von den anderen beiden holen? Warte mal, ich mach das nochmal auf. Wo ist jetzt weniger Verlust? Dann kaufe ich mir doch eins, dass ich hier das Zeug fertig habe. Der Gardistengürtel. Ah doch, den Gardistengürtel wollte ich mir noch kaufen, ne? Der ist auch quasi hier am günstigsten mit 150. Okay, ich hatte mich verguckt. Ich dachte mir gerade irgendwie. Also den Gardistengürtel kaufen wir uns noch. Und dann haben wir alle Items. Dann waren es jetzt etwa 900.000, die wir dafür ausgegeben haben. 8k sind über, aber die lassen wir jetzt hier einfach. Und dann schauen wir mal. Die können wir jetzt mal alle rausnehmen. Also. Na, das war jetzt ein teures Ding. Also, das hier ist einmal ein Worry, oder? Also, die Klinge der Zauberei, die kann ich gleich schon mal lernen. Dann Tebus kann ich auch schon mal lernen.
Gut, dann haben wir hier einen Leder-Item, einen Stoff-Item, einen Stoff-Item. Achso, es sind drei Stoff- und ein Leder-Item. Das tragen wir jetzt hier noch ein. Wobei wir können eigentlich gleich hier 900.000 Kasak eintragen. Und ja, dann sind wir damit am Ende. Die Items muss ich jetzt alle noch aus meiner Liste austragen. Sind ja, wie ihr seht, hier lauter removed Sachen, beziehungsweise die Zauberklinge, ne? Und hier Tebus, das sind halt quasi zwei World Drops. Ich sag mal so, für 150 ist es okay, ja? Also, wenn du jetzt schaust, was die sonst im Schnitt kosten, sind wir da deutlich teurer. Okay, gut, damit sind wir auch schon am Ende. Was habe ich jetzt overall ausgegeben? Das waren einmal, wie ihr hier unten seht, 1.380.000. Haben wieder einige Items mehr dadurch bekommen. Und ja, wie viel, warte mal, jetzt zähle ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 6 Items waren das, ne? Also sind es 13 Items. Naja, 13 Items für 1,3 oder 1,4 Millionen fast. Ist jetzt natürlich nicht so ganz viel, aber sind halt auch ziemlich seltene Sachen dabei. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.